Und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Leute. Heute soll es mal um den lieben Brojo gehen, Leute. Ihr kennt sicherlich alle Brojo, alteingesessener Glyphor Games Spieler, macht schon seit mehreren Jahren Glyphor Games Videos. Er hatte auch nur eine bestimmte Hype-Phase, die war jetzt, glaube ich, im Jahr 2018, Mitte Juni und Juli. Ja gut, Leute. Aber auf jeden Fall. Heute sage ich, was mich persönlich an seinen Videos stört, und meine Kritik an ihn gerichtet persönlich. Brojo, falls du das ja siehst, nimm dir einfach diese Kritik zu Herzen und hör einfach bitte damit auf. Wäre nett. Also nicht mit YouTube, aber mit den Kritikpunkten, die ich jetzt gleich äußern werde. Und zwar, Leute. Erstens mal. Seine Thumbnails ist immer abgetroffen, obwohl er nicht das Geringste mit diesem Video zu tun hat. Er klatscht wirklich auf jedes Thumbnail, was er macht, klatscht er abgegrüßt Zeit drauf. Einfach nur wegen den Klicks. Weil es bei ihm halt auch nicht mehr so gut läuft, Leute. Der hat früher pro Video so 1000 Klicks gemacht, jetzt macht er nur noch so 200. Gut, ist immer noch eine Menge, ja, aber er muss mal so sehen, Leute, er hat 5000 Abos, da ist das schon ganz schön inaktive Community, Leute. So, wir hatten hier Sachen gedroppt, oh, die nehme ich mir mal. Oder muss. Das sind ja Sachen. Nice, nehme ich mir. Cool. Ja, aber auf jeden Fall, Leute, das ist absolut behindert, dass er wirklich auf jedes seiner Thumbnails abgeklatscht. Das ist einfach nur irreführend und vermittelt dem User, der es jetzt anschaut, will, ah, ja, abgehst drauf, schauen wir uns doch gerne mal an. Der vermittelt dem einfach einen falschen Wert. So, denn zum Beispiel sein neuestes Video, wie bekomme ich ein kostenloses Spawnplot, Leute. Da zählt er einfach nur die Möglichkeiten auf per Twitter und gucken, wie lange man halt nicht mehr online war. Gut, das sind zwar Methoden, wie man ein Spawnplot bekommen kann, ja, natürlich. Aber das ist auch schon kostenlos, das stimmt schon. Aber dieser Titel ist einfach reiner Clickbait wieder, Leute. Und das finde ich schon wieder absolut behindert, was der Brojo da gemacht hat. Da muss er sich auch gar nicht wundern, wenn er jetzt D-Abos macht. Was er auch zurzeit. Nee, der macht, glaube ich, sogar Plus-Abos zurzeit, weil er immer wieder neue Leute draufholt. Und er sagt auch manchmal in manchen Videos einfach Fehlinformationen und macht zu jedem Forts ein Video, klatscht abgetrauft, in 5 Minuten ist fertig, Uncut hochgeladen. Gut, nicht Uncut, aber man würde es mal so sagen, nicht so viel geschnitten. Gut, ist zwar bei mir jetzt nicht anders, aber ich sag's mal so, Leute, ich bin mehr ein YouTuber, der News macht und nicht sowas wie eher Faktenvideos, wo man jetzt aufzählt, wo es das und das gibt. Deswegen. So, Leute. Der nächste Kritikpunkt ist mal jetzt ein etwas schlimmerer, wie ich finde, und zwar seine Stimme. Er spricht manchmal etwas gelispelt. Das kann natürlich an seiner Zahnspange liegen. Jeder dem seins, Leute. Wenn er halt nur mal etwas, sag ich mal, mehr Lispelt, ist es ja kein Problem, Leute. Aber ich sag's mal so, für YouTube ist das nicht unbedingt gerade von Vorteil. Ich würde ihm empfehlen, versuch einfach das deutlichere Sprechen zu lernen. Ja, und ich verstehe auch natürlich, dass sich bei Glyphor Games YouTubern, dass da die Ideen ausgehen, Leute. Du kannst ja hier schon nach einem Monat, kannst hier ja keine Ideen mehr haben. Du musst einfach alte Formate wieder rauskramen. Da verstehe ich auch, dass er jetzt über jeden Pups mal ein Video macht, auf gut Deutsch gesagt, ja. Aber ich sag's mal so, wenn du wirklich kreativ bist, findest du auch immer wieder neue Ideen. Brojo, falls du dieses Video siehst, nimm dir einfach mal diese Kritikpunkte zu Herzen und mach nicht auf jedes Video abgehen, schreib, mach keine verirrenden Titel und lern einfach ein bisschen deutlicher sprechen und schneid ein bisschen mehr, mach ein paar mehr Effekte rein. Sollte ich auch mal machen, aber ich sag mal, er ist jetzt ein größerer YouTuber als ich, Leute. Da habe ich das noch nicht so nötig wie er. Deswegen, ich gebe mir natürlich auch schon Mühe bei meinen Videos, keine Frage. Aber bei ihm, bei seiner Größe, würde ich ihm das eher empfehlen. Gut, Leute. Das waren jetzt auch schon meine Kritikpunkte an Brojo. Falls euch dieses kleine Video dazu gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.